RTL hat ein Problem. Und zwar das hier. Dieter Bohlen sorgt mal wieder für Stress. Bei DSDS hat er die Kandidatin Jill Lange mit einem Kommentar über ihr Liebesleben sexistisch beleidigt. So, dass sie danach echt aufgelöst war und sich an die Öffentlichkeit gewandt hat. So Leute, sorry für mein Gesicht. Ich bin die ganze Zeit am Heulen. Ich wollte kurz was zu DSDS sagen. Mittlerweile gibt es sogar eine Art Diss-Track gegen Dieter Bohlen. Und zwar von seiner DSDS-Jury-Kollegin Katja Krasavice. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars. Was soll schon aus so einer Bad Bitch werden? Huh? Was willst du einer Frau erzählen mit deinen 60 Werten? Huh? Und beim Sender ist angeblich auch einiges los. Nach Sexismus-Skandal, RTL, Krisensitzung wegen Bohl. Worum es bei der ganzen Sache genau geht, wie dumm RTL darauf reagiert hat und wie Katja Krasavice ihren Kollegen beerdigt, jetzt. Sie haben sich auf Instagram bereits ausführlich zu dem Thema geäußert. Sagen Sie uns hier in die Kamera, was würden Sie jetzt Dieter Bohlen ins Gesicht sagen? Deutschland sucht den Superstar. Mehr gesungen wird nur nach Rainer Razzia im Tippico. Für die angeblich letzte Staffel DSDS hat RTL extra Dieter Bohlen zurückgeholt. In der Staffel davor war er ja weg. Weil RTL familienfreundlicher werden wollte, durfte Florian Silbereisen ran. Wie lief's? Das war lustig, ja. Aber schön war's nicht, finde ich. Ja, ohne Bohlen sind die Quoten noch schneller gesunken als eh schon. Und ich meine, ist ja kein Wunder, wenn man das Feature weglässt, wofür die Leute eigentlich eine Sendung einschalten. Die größte Show Europas. Hier ist das. Danke sehr. Servus. Guten Abend. Guten Abend. So. Das war's für heute. Vielleicht kann ich die Jacke retten. Am 17.11. haben wir in Böblingen Sting dabei. Jetzt ist der Pop-Titan zurück in der Jury. Das lief 3 Folgen lang echt gut. Und dann kam das. Schon wieder Ärger. Dieter Bohlen, Sexismus-Skandal bei DSDS. Ein Skandal mit Ansage also. Aber bei RTL hat das natürlich niemand ahnen können. Leute, Notfall. Wir haben Dieter Bohlen zurück in die Jury geholt und er hat sofort einen Skandal produziert. Leute, schlechte Neuigkeiten. Der Fuchs, den wir in den Hühnerstall gesperrt haben, hat alle Hühner aufgefressen. Leute, aua. Irgendwas stimmt mit dem Joghurt nicht. Mir geht's gar nicht gut. Zum Hintergrund. Jill Lange ist ein bekanntes Gesicht bei RTL. Sie war schon in mehreren Dating-Formaten zu sehen. Zum Beispiel bei Ex on the Beach. Ich habe auf jeden Fall Bock, ein paar Jungs die Köpfe zu verdrehen und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin. Oder auch bei Are You The One. Ich mag deine Augen. Danke. Aber ich mag deinen Bart nicht. Öfters hört das nur Mario Barths Frau. Jetzt war Jill Lange bei DSDS und die männlichen Juroren waren sehr an ihren Dating-Show-Erfahrungen interessiert. Was war der Grund, dass ihr beiden in solche Formate gegangen seid? Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so, was machst du jetzt? Ich wollte noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben. Und das Hauptargument war das Fame. Aber das heißt, du hast auch mit mehreren Männern was gehabt? Ja. Wie kommst du damit klar? Dass Jill Lange in solchen Shows war, hat Bohlen dann schließlich so kommentiert. Hast du auch irgendwas vernünftig, also Normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen? Ja, und das hat sie gekränkt. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre wie eine heulende Hyäne. Damit kann ich umgehen, aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Für Jill Lange vermitteln Pietro Lombardi und Bohlen eine veraltete Weltanschauung. Das ist ein falsches Frauenbild. Ne? Die Frauen können genauso gut was mit Leuten haben wie Männer auch. Bei Männern wird das halt auch nicht krass thematisiert. Auch andere kritisieren Bohlen für seinen sexistischen Kommentar. Patricia Blanco drückt es bei Bild so aus. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, weil er hat ja auch alles niedergepoppt, sage ich jetzt mal, was nicht auf den Baum kam in Hamburg. Niedergepoppt hat auch genau die Menge Romantik, die Dieter Bohlen verdient hat. Bohlen selbst zeigt sich bisher unbeeindruckt. Er teilt lediglich Kommentare wildfremder Menschen, die ihm zustimmen. Ich finde es bemerkenswert, dass Dieter sich da weiter treu bleibt. Und Jill Lange kaufe ich diese Heulerei auch nicht ab. Auch Bild TV ist noch nicht durch mit dem Thema. Also, Dieters Insta ist schon peinlich. Und ich finde, er sollte mal weniger peinliche Videos machen und dafür die vom Balules anschauen. Der macht täglich 3-mal die Woche ein Video.
Also lasst ein Abo da. Jetzt lasst dem Walulis ein Abo da. Abo. RTL intern gibt es nun einigen Stress. Unter anderem von Katja Krasavice. Die sitzt selber in der DSDS-Jury. Zwei Plätze neben Dieter Bohlen. Das hält sie aber nicht davon ab, ihm öffentlich die Meinung zu sagen. Ich sitz nicht in Juries rum für ein paar hundert K, sondern um Bitches zu verteidigen, das war's. Erzähl einer Bad Bitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie Bad Bitch ist. Da sitzt eine Multimillion-Bad Bitch neben dir am selben Tisch. Nee, das ist Markus. Hallo. Krasavices Message, Bohlen soll sich doch bitteschön um seinen eigenen Scheiß kümmern. Ja, du trägst dein Slut-Shaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Boy, durchgenudelt ohne Abitur, verdammt. Aber läuft ganz guter Plan. Ja, heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars. Mal abgesehen von ihren inhaltlichen Punkten, hat sie ihrem Kollegen gerade einen ordentlichen Diss-Track gewidmet. Vergiftet sowas nicht das Arbeitsklima, wenn man das macht? Hey, nochmal sorry wegen gestern, ja? Also, dass ich da gesagt habe, ich mache den Drive-By bei deinem Haus, bevor ich dein Neugeborenes spreng und fütter deinen Hund mit Stein und werf deinen Stock in die Isar. Es war irgendwie drüber. Ich war so verliebt in die Reimkette irgendwie und der Flow war so da, aber es war drüber, sorry. Ja, Mai, kann doch jedem mal passieren. Und es waren wirklich gute Bars. Es waren wirklich gute Bars. RTL hat Bohlen erstmal verteidigt und eine pragmatische Lösung vorgeschlagen. Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Das ist ja eine sehr diplomatische Sendersprache. Um zu verstehen, was die eigentlich wirklich sagen wollen, braucht man eine Übersetzungs-App. Wie heißt denn dieser Satz richtig? Beleidigungen sind bei DSDS normal, deswegen schalten die Leute ja ein. Selber schuld, wenn du dich von uns ausbeuten lässt, Jill. Nachdem der Shitstorm immer größer wurde, hat RTL dann aber doch reagiert. Bei der TV-Ausstrahlung einige Tage später war die Stelle dann einfach nicht mehr drin. Auch zur Verwunderung von Jill selbst. Ich find's krass, dass es erstmal einen Skandal geben muss, damit sowas rausgeschnitten wird. Und es gab ja auch keine Entschuldigung oder so. Einsicht oder so hat es ja nicht gegeben. Das wurde jetzt einfach rausgeschnitten, als wenn die was irgendwie gewesen. Als eine Art Entschuldigung hat RTL dann das hier rausgehauen. Die aktuelle Staffel trifft aus unserer Sicht den angedachten Ton. Der besagte Satz fällt aus dem Rahmen. Die Folge so als Preview auf RTL Plus zu stellen, war ein Fehler. Noch einmal die App zu dem Sinn, bitte. Wir hätten das toxische Verhalten von Dieter am Set von Anfang an verschleiern sollen, aber danke für die Promo. Mittlerweile ist die Beleidigung auch in der Version auf RTL Plus rausgeschnitten worden. Ganz so gelassen wie nach außen läuft es intern bei RTL angeblich aber nicht ab. Es gibt Gerüchte, dass Bohlen nach DSDS eine neue Show hätte bekommen sollen. Aber die mögliche neue Show für Bohlen ist nach seinem Mobbing-Desaster wohl schon wieder hinfällig. Hui, Markus, glaubst du das? Oh, eine Spekulation über eine hypothetische Show, die hypothetisch schon wieder abgesetzt wurde. Jedes Wort, Philipp. Und was meint ihr? Ist euch das alles egal oder seid ihr einfach genauso verstört wie wir, dass das ein 68-jähriger Mann gepostet hat? Hey, drück doch mal diese Bad Bitch für 3 Diss-Tracks jede Woche. Hier einfach direkt auf diesem Kanal weiterschauen und darunter seht ihr das Interview von DSDS-Jurorin Leonie bei www.